Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video mit mir. Ich bin der Markus, der Kölsche Schatzsucher. So, heute bin ich mal wieder mit Daniel unterwegs und wir haben ja eine ganze Zeit gebraucht, bis wir mal wieder einen freien römischen Acker gefunden haben. Oder vielmehr keinen römischen Acker, sondern einen Acker, wo mal eine römische Behausung oder eine Siedlung war. Und ja, wir haben heute, ich glaube, den 14. April. Also bei uns in der Region wird es langsam so, dass die Felder fast alle eingesät sind. Ja, wie gesagt, wir hoffen hier jetzt auf dieser brachliegenden Stelle ein paar schöne Funde zu machen. Ich nehme euch wieder mit und zuallererst einen Gruß an meinen Sponsor. Hallo Jochen, danke schön für das Sponsoring wie immer. Ja, heute bin ich wieder mit dem Deus 2 unterwegs mit der 22,5 Spule, weil wie gesagt, für solche Ackerstellen, für solche Siedlungsstellen finde ich die Spule eigentlich am geeignetsten. Wir können direkt weitermachen, jetzt gleich nach meinem Intro mit meinen Einstellungen. Also dann bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Es ist heute relativ windig hier, weil wir auf einer ziemlich freien Fläche sind. Also ich benutze wieder mein Ackerprogramm, was ich mit dem Werksprogramm General generiert habe. Und wir fangen mal mit den Einstellungen an für die Neuen unter euch, die es noch nicht kennen. Die Älteren kennen meine Einstellungen. Also ich habe heute mal eine Reaktionszeit auf 2,5 gewählt. Eine Signalverstärkung von 4. Disc auf 5.0, sensitiv auf 96 und die Frequenzweiche ist nach dem Bodenabgleich und nach dem Einstellen neben Daniel auf 1 geblieben. So, das sollte es reichen und ich werde euch gleich wieder bei dem ersten Signal mit dazu holen. Also bis gleich. So, hier ist das erste Signal, liegt auch schon oben auf. Soll ja nicht jeder denken immer, ich finde nur römisches Zeug, ihr könnt das schon sehen. Ja, Riesengranatsplitter. Okay, dann hole ich euch gleich zum nächsten Fund wieder mit dazu. Bis gleich. Hier habe ich das zweite Signal. Ein 86er Signal. So, schon draußen. Ziemlich oberhalb. Ja, hier ist eine riesen Ziegelstreuung drauf. Na, wo haben wir sie? Der nächste Granatsplitter, ja. Nicht anders zu erwarten. Also, ich denke mal, ich werde heute direkt euch sagen, ich werde nach diesem Granatsplitter nur noch gute Funde zeigen, weil sonst, denke ich, interessiert das sowieso keinen von euch. Jo, dann sehen wir uns bei dem nächsten Fund wieder und da hoffe ich dann, dass ich euch was Besseres präsentieren kann, weil, wie gesagt, ich werde die ganzen Schrottfunde rauslassen. So, hier komme ich zu einem nächsten Signal. 5860. Wird auch nicht sehr tief sein. Ja. Na, wollen wir? Muss irgendwo hier vorne zwischen sein, wird ein kleines Teil sein, so nach dem Anschein her. Na? Ach nee. Ich sehe es. Ja. Es ist ein Stück von einer Fibel. Ja, ich muss euch gestehen, zwischendurch hatte ich schon weitere bestimmt 6 oder 7 Signale, wiederum Blei und Granatsplitter. Wie gesagt, ich sagte ja, ich zeige euch nur die guten Funde. So, das ist jetzt nach meinem, ja,
9. Graben das erste römische Teil hier auf der Stelle. Dass ihr mal so Bescheid wisst. So, ich werde das jetzt mal so im Kopf nachhalten. Da kann ich euch immer sagen, wie Schrott dazwischen war. Und bis dann wieder ein gutes Teil kommt. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So. Ich hoffe, ihr könnt hören. Hier ist ein 42er Signal. Oh Mensch, Leute, ich laufe hier bestimmt nach dem Grappen. Ja, gut. 20 Minuten durch die Gegend, nur noch Schrott. Ein 42er Signal. Ich denke, wird auch nur noch Schrott sein. Aber wie gesagt, das kommt dann hinterher raus aus den. Ja, draußen ist es. Ach nee, Leute. Nee, bitte. Oh. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Daniel! Erste Mal Silber! Nee, kein den. Oder? Moment, ich sehe. Ich glaube, das ist Silber. Ja, ist auch Silber. Oh, ja. Ja. Mittelalter! Die erste Silbermünze. Ich gehe da gar nicht ran. Die muss also zwischen der Scholle gelegen haben. Also die lag wohl oben auf, die lag gar nicht tief dran. Und so wie es ausschaut, das ist ein Long Cross Penny. Eine englische, wie die hier wohl hinkommt. Da so ein Kopf zu sehen. Ja, erste tolle Teil. Okay. Tja, so kann es gehen. Wirklich, Leute, 20 Minuten rumgelaufen. Die Fibel. Der Grappenfuß und jetzt die Münze. Und wir sind jetzt hier gut 1,5 Stunden auf dem Acker. Ja, okay. Dann melde ich mich hoffentlich wieder mit einem tollen Fund. Och, da freue ich mich am meisten drüber. Mehr als über jede Römermünze, die ich heute eventuell noch finden werde oder nicht finden werde. Also das hat sich hierfür schon mal genommen. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Bis dann. So, da bin ich mal wieder. Ein 68er und 69er Signal. Sehr laut, sehr stabil. So, hoffen wir mal, dass es jetzt was ist. Ich glaube, wir fahren zum nächsten Acker. Ich glaube, hier haben wir, obwohl wir was gefunden haben, also hier ist wirklich tote Hose. So. Lass mal gucken. Na? Okay. Am Rand kann ich erkennen, es ist eine Münze. Ja, es ist ein Volli. Erstmal den Pieper hier ausmachen. Ja, ein Volli. Der noch gut ist. Könnte sein. Ja, man erkennt was drauf. Okay. Ja, was haben wir jetzt? Das war zuerst eine Fibel. Ja, ich weiß schon, ja, mehr was. Ich habe so viel Schrott gefunden, dass ich nicht mehr weiß, was ich an Newton gefunden habe. Ja, auf jeden Fall ein paar Teile. Wir werden aber trotzdem, glaube ich, gleich woanders noch hinziehen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis naja dann. So, hier bin ich wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Es ist extrem windig geworden. Hier habe ich ein 70er, gutes Signal. Ja, das muss also hier sein. Wollen wir mal gucken, was das ist. Und es kommt schon raus und es ist grün. Ach nee. Ich glaube, das ist von einem Gürtel, ein Gürtelbeschlag, ein römischer. Ich glaube, ach, und der ist auch noch total verziert. Ich gehe jetzt nicht mit dem Finger drüber. So, dass ihr das sehen könnt. Ein richtig tolles Teil. Komplett. Ja, das sind so Halbmonde mit einer Punktverzierung am Rand. Aber das seht ihr ja hinterher zum Schluss, wenn ihr es hier reinigt habt. Ein echt tolles Teil. Freue ich mich. Top. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Könnt noch mal gucken. So, und bis zum nächsten Fund.
Ja, das nächste Signal geht immer weg. Müsste eigentlich hier unter dem Haufen liegen. So, jetzt ist ganz weg. Na, ja, hier haben wir es wieder. Da. Liegt jetzt bei 80. So, wollen wir mal gucken. Na, wo haben wir es? Da haben wir es. Ah, was ist es? Ah, ein kaputter römischer Ring. Daniel, ein Römerring. Ernst? Und zuvor habe ich einen schönen Beschlag gefunden. Ja, einen kompletten. So, nochmal für euch hier, das ist der Ring. Die Ringschiene ist gebrochen. Ach, kann ich erst zu Hause sehen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem neuen Acker. Optimal. Bis zum nächsten. So, ich melde mich jetzt, glaube ich, mit dem letzten Fund oder letzten Signal. Also hier sind wir auch mittlerweile schon 2,5 Stunden rumgelaufen. Ihr werdet euch gleich wundern, wie viel Schrott wir mittlerweile haben. Ein 70er Signal, aber immer rechtens. Aber erstmal den Ziegel weg. Okay, das war durch den Ziegel, hat rechtens. Also hier haben wir noch ein Signal und dann war es das. So. Ja, draußen. Okay, das ist draußen. Ja. Hier an dem Haufen. Ach, wieder ein Beschlag. Glaube ich zumindest, ja. In Kreuzform. Ist mir auch so noch nicht untergekommen. Ja. Daniel, ein Kreuzbeschlag. Oh. Ja. Ja, sieht ein bisschen, ob das einer ist. Ja, ich meine, ja, sind die Punkte hinten dran. Könnte keltisch sein, hast du recht. Muss ich mal sauber machen, ihr seht es ja hinterher. Ja, also, ich denke mal, das wird das letzte Signal gewesen sein, oder das letzte, was ich vor Kamera laufen lasse. Nachher kommt die Fundzusammenfassung noch. Wir sehen uns gleich dann wieder. Bis nachher. So, heute ist wieder ein schöner Suchertag zu Ende gegangen. Daniel und ich waren heute eigentlich ziemlich erfolgreich, ne? Würde ich mal sagen, wir haben ein paar schöne Funde gemacht. Vor allem noch ein paar Äcker gefunden. Ja, wirklich, wir hatten wirklich Glück gehabt, dass wir wirklich noch ein paar freie Äcker gefunden haben. Aber das wird wohl jetzt, glaube ich, diesmal... Das kann das letzte Mal gewesen sein. Ja, weil wir jetzt auch hier... Also wenn ja, man guckt um uns herum, 4, 5 Trecker nur von? Am... Ja, guck doch mal, wie viele deine allein schon sind. Ja, aber ja, sind schon jede Menge Felder eingesät und die restlichen werden auch eingesät. Ja, dann möchte ich euch mal erst so die Schrottkiste zeigen, was wir heute so an Schrott zusammenbekommen haben. Das kann sich kaum einer vorstellen. Also immer die Leute denken, dass wir nur tolle Funde machen. So läuft das nicht. Schon. Du schon? Ja. Okay, Daniel schon. Ich leider nicht. Ich musste heute wirklich hart kämpfen. Nein, wir haben uns das hart erarbeitet. Die Äcker, die wir hatten, waren glücklicherweise abgesetzt. Auf einen oder anderen war viel, viel Schrott, aber auch ein paar Römer-Sachen dazwischen. Ja. Zuletzt war ich sehr angenehm, kein Schrott, nur Römer-Sachen. Ja. Dafür nicht so viele Signale. Ja, so, und jetzt zeige ich euch erstmal die Kiste. So. So, hier ist die Riesenkiste, also die Haribo-Kiste, die ist schon 3/4 voll. Also, ich würde mal sagen, das sind gut 5-6 Kilo, was meinst du? Ja, ja. Viel Blei, viel ja. Klassischen Granatsplitter. Sogenannte Lepken-Geld. Das Lepken-Geld, genau. Hier ist nochmal ein bisschen Terracyclata. Genau. Alles Mögliche dabei, klassischen BMG-Hülsen.
aber ja, auch einen Haufen Musketenkugeln. Ja. Eigentlich zeigt das Ganze, dass auf dem Acker noch nicht so viel los war. Ja. Das ist sicherlich römisches Blei. Ja. Da war doch noch so ein Bleigewicht sogar dabei. Ja, hast du noch ein Bleigewicht dabei? Ja. Ja, 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 ja. Also, das wird natürlich zu Hause nochmal durchgeschaut. Ja. Einmal unter fließend Wasser. Und dann und kann er sich immer mal noch das ein oder andere, genau, Geheimnis drunter verbergen. So, dann hatten wir hier mal auf der Schippe vom Daniel weiteres Fundmaterial. So schön zu sehen hier das römische Töpfermaterial. Also das ist grobe Tupperware. Ja, grobe Tupperware, ja. Mitunter auch schöne Terra Siglata Schaben. Und hier ein Bodensatz von einem Gefäß. Ja, dann hier so, ich sag mal, der typische Bronzeschrott, also der römische, hier ein Stück von der Schnalle, von der römischen Schnalle, aber da fehlt das Hälfte. Hier, ich denke mir mal, das war mal ein Teil einer Sichel, einer Bronzesichel. Da ist nur die obere Kante und ein bisschen von, ja, von dem Blatt übergeblieben. Ja, hier, keine Ahnung, von einem Gefäßstück vielleicht. Ja, jede Menge, was heißt jede Menge? Ein paar, ich sag jetzt mal, Stüber oder was auch immer für Kupfermünzen. Ein bisschen was haben wir verschenkt auf dem letzten Acker. Ja, dann hier die typischen Bleiblomben. Ja, und einen Knopf. So, und jetzt kommen wir mal zu den guten Sachen von mir. Ja, wie gesagt, vom ersten Acker, ja, das Stück Fibel. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, aber nach dem Reinigen tue ich sowieso zum Schluss nochmal alles anhängen. Dann, ja, von dem anderen Acker, die schöne Silbermünze. Also die lag wirklich zwischen der Scholle. Das war mein Glück gewesen. Die ist schon so freigespült gewesen. Ich glaube, beim nächsten Mal grubbern wäre sie platt gewesen. Dann der Volli von dem anderen Acker. Der ist auch noch relativ gut. Also hier sieht man den Kopf. Ich will da nicht drüber reiben. So, das waren da drei Funde. Und kurioserweise hier auch auf dem Acker. Das hier ist ein Top-Teil. Also ich weiß nicht, was das für ein Beschlag ist. Das ist ein Militärdiplom. Ja, also das, ja, das siehst du ja auch hier an dem Muster, die typische Musterform. Also wirklich schön. Das ist auch nicht normale Bronze. Ich glaube, das ist schon Messing. Oder Silberbronze. Ja, oder Silberbronze, ja. Dann hier ein typisch feiner Römerring, also ein ganz einfacher. Mal schauen, ob da noch was drauf ist. Der ist natürlich hier an der Ringschiene gebrochen. Und wie gesagt, zum Schluss dieser Beschlag. Also, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, ja, ja. Ich habe schon viele gefunden, aber ja, den habe ich noch nicht gefunden. So eine Art. Ich glaube, das nicht sogar aus dem keltischen Setup kommt. So, dann haben wir noch vom Daniel. Daniel will ja nicht so viel zeigen. Ein Drehküken. So, und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt die natürlich bis hin in zum bis heute hin. Ob das jetzt vielleicht auch was aus der Römerzeit, weil wir das hier jetzt auch auf dem Acker gefunden haben, aber das hat ja eigentlich gar nichts zu sagen, ob jetzt römisch oder also nicht wissen, römisch. Wir wissen, dass es zumindest römische Drehküken gibt. Ja. Das ist schon mal klar. Ja. Das ist handgefertigt. Man sieht es, weil es teilweise nicht symmetrisch ist. Ja. Ja. Ist auch noch gut erhalten. Ja. Muss eine schöne Folie. Den hast du weggepackt, oder? Da oben. Den ist da oben. Und wirklich ein Top-Folie. Der ist wirklich noch richtig sehr gut erhalten, auch mit Umschrift. Da wollen wir gar nicht erst drüber reimen. Also, das war bis jetzt, glaube ich, die beste Münze hier von dem Acker. Ja. So. Wie gesagt. War heute ein schöner Tag. Wir haben heute den 14. April und ich denke immer mal, eventuell haben die Jungs nächste Woche noch mal Glück. Ich bin nächste Woche unterwegs mit dem Wohnmobil wieder. Ja, vielleicht kann ich dann mal berichten, was die zwei gefunden haben, wenn sie unterwegs sind. Ansonsten sage ich euch viel Glück beim Suchen. Es wäre schön,
die Leute, die jetzt zuschauen, die noch kein Abo haben, mich zu abonnieren. Das kostet euch nichts. Ja, lasst ein Like da. Kommentiert das Video. Ja, dann zum Schluss nochmal ein Gruß an meinen Sponsor, den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de, der mich mit meinem ganzen Material ausstattet zum Suchen. Ja, euch wünsche ich viel Erfolg bei der Suche. Wünschst du das denen auch? Okay, Daniel nicht. Daniel ist Egoist. Daniel will alles für sich haben. Selbstsüchtig, wie ich bin. Ja, genau. Okay, ich wünsche euch auch viel Erfolg. So, ja, genau. Ich versuche mich zu bessern. Er versucht sich zu bessern. So, das Video wird im Juni online gehen. Dann haben wir noch 3 Monate bis zu meinem Treffen. Und für die, die es schon interessieren mag, wann das Treffen stattfindet, das ist vom 1.9. bis zum 3.9. Und Beginn ist freitags ab 15 Uhr. Sonntags 12 Uhr ist Abreise, samstags am 2.9. gegen 13 Uhr fängt die Rallye an, Teilnahmeschluss ist samstags 12 Uhr vor Ort. Ja, die Pokale sind in Arbeit, es sind auch schon einige fertig, das hat der Arns gemacht. Der Canis Lupus, heute nennt er sich der echte Canis Lupus, weil es wohl noch einen gibt. Ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also bis dahin, tschüss, euer Markus. Ciao.